Halli, hallo. Heute wird mal ein bisschen gerätselt bei Portal. Und da starten wir mal ein neues Spiel. So, Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Convention Center von Apertured. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ja, Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Ja, vergessen Sie nicht, lasst mich dass testen. Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, bordón. Befallar, muchas gracias. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Okay. Das sieht wohl so aus, als ist mein Bart ab. Okay. Hätte ich mich nicht als Testperson gemeldet. Springen, springen. Habe ich auch eine geniale Schuhe. Hochhackig, oder was? So. Tritratralala. Hopp. Ein. Tür geht zu. Hopp. Würfel. Hopp. Boing. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Sehr schöne Würfel. Na gut. Ab. In den Fahrstuhl. Brumm, brumm, brumm. Eins von 19. Gut. So, hopp. Yep. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Ah, scheiße. Eingeblieben. Ah, warum? So. Ah. Perfekt. Ja. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. So, so, so. Ausgang. Rita, tralala. Und wieder eins geschafft. Es läuft. War das jetzt die erste Kammer? Ja. Das war eine Eins. Ach, bin ich eine gute Testperson. Sie machen das sehr gut. Oh, danke. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Okay. Was haben Sie mit meinen Zähnen da? Oh, Portalkanone. Yes. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science.
Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Okay, so. So, dann gab's noch was. Bei der Kamera. Moin. Jetzt können wir schon mal blaue Portale schießen. Oh. Und links, rechts. Und begeben Moin. Sie sich in die Kammerschleuse. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Okay, klar. Boing. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Für Töchter? Okay. Was ist für Söhne? Wir testen einfach alle. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Doch. Kameras werden zerstört. Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Andere Kamera will ich auch noch. Hopp. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Nein, ich doch nicht. Das macht ihr selber. Boom, boom, boom. Eine Kamera machen wir noch. Dann wird erstmal Pause gemacht. Beziehungsweise nächste Folge. 5 von 19. Sehr gut. Das läuft hier. Moin. Wichtiger Testapparat zerstört. Und hier kam ich. Nicht? Ja.
Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. So, scheiße. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Wichtiger Testapparat zerstört. Jawohl. So. Blablablup. Und fertig für diese Folge.